Hallo zusammen, da sind wir wieder. Wie ihr seht, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir noch in Moorland. Ne? Und ja, heute haben wir uns mal überlegt, wir haben ja jetzt endlich den Fall da mit dem Opa von Jasper geklärt. Von Jasper. Jasper ist ja der Opa, ne? Meine Güte. Von Justin. Ich kann mir diese Namen irgendwie nicht merken. Von Justin geklärt. Ne? Und da wieder die Idylle hergestellt. Der war ja ziemlich sauer auf seine Leute. Und ja, jetzt werden wir uns hier einfach mal ein bisschen umgucken und werden mal schauen, was wir hier machen können. Wir gehen jetzt einfach mal runter vom Hof und gucken mal, was da hinten alles noch ist. Ich glaube, hier gab es auch einen Schmied und zu dem mussten wir nämlich auch. Gucken wir mal, was der Genau. Schmied hier für uns Nettes hat. Genau, da hinten geht's lang. Da sehe ich schon von hier aus das Schild. Moorland, ja, genau. Ja, zur Schmiede. Genau. Mal schauen, was er möchte. So, hier ist die Schmiede. Ja, wie schön, wie schön. Konrad Maas. Nicht schlecht. Konrad Maaßen ist also hier der Schmied von Moorland. Na gut, dann sprechen wir den nochmal an und wollen mal gucken, was er von uns will. Na, aber hallo, ich grüße dich und dein stattliches Pferd. Du siehst jung und stark aus. Vielleicht könntest du mir mit einer Kleinigkeit helfen. Mein alter Assistent Patrick sollte mir letztens eine Lieferung feinster Werkzeuge aus den Jorvik-Ställen bringen. Er war schon fast hier, als eines dieser Bobcat-Mädchen die Straße vor der Demaskusmine heruntergerast kam und ihn fast umgerannt hätte. Er hat sich so erschreckt, dass er den ganzen Weg hierher gerannt ist. Dummerweise hat er auf dem Weg alle Werkzeuge fallen lassen. Er ist kein mutiger Mann und jetzt weigert er sich, die Werkzeuge suchen zu gehen. Und sie liegen dort jetzt einfach herum und verrosten. Ich habe keine Zeit, selber nach ihnen zu suchen. Aber vielleicht könntest du das für mich machen. Nimm doch einfach deine Freundin mit. Ich wäre dir für ewig dankbar, junge Dame. Die Fracht enthielt einen Hammer, eine Metallklammer und eine glänzende Minenhacke aus feinstem Jorvik-Stahl. Ja, das ist. Wir sind ja hilfsbereite Leute, ne? Würde ich mal so sagen. Also so wie das hier aussieht, sind wir hier, glaube ich, der Depp für alle, oder? Wie sehe ich das Ganze? Ist ja übel. Ja. Ja, schade eigentlich. Ja gut, dann wir haben schon gesehen, wo wir hin müssen, ne? Nehmen wir doch mal die Genau. Abkürzung hier querfeldein über die Wiese. Du warst mal wieder ausgeblendet, warum auch immer. Ich Ich galoppiere hatte schon eine mal los. Videosequenz. Ja. Deswegen wahrscheinlich, weil du noch in der Sequenz Ja. warst. Das daran wird's liegen. Aber egal, macht ja nichts. So. Hier blinket etwas. Ja, dann nehmen wir das doch erstmal direkt mit. Na, guck. Aufgehoben. Eine Minenhacke. Juhu. So. Und die Zange von Konrad haben wir auch noch. Ich habe heute irgendwas im Hals, wie immer. Muss man unbedingt mal Hustenbonbons holen. Ist ja schlimm. So. Arbeitswerkzeug. Anforderungen erfüllt. Dann wollen wir da doch mal wieder hin. Ja, wo war er denn? Machen wir Ich bin gleich. hier gar nicht verwirrt, ne? Oh, das wird wohl diese Mine da oben sein. Mal gucken. Aber wir müssen ja erstmal wieder zurück zu dem guten Genau. Konrad. Ach, das haben sie eigentlich schon gemacht hier. Das haben sie echt schon gemacht, das Spiel. Hätte ich ja jetzt so auch nicht erwartet, ne? Man täuscht sich. Und da ist er. Na. So, jetzt aber. Ha, du bist ein Engel, Celine. Das ist wirklich ein toller Tag. Ich bin so froh, dass du alle meine Werkzeuge gefunden hast. In meiner Schmiede fertige ich die feinsten Hufeisen an. Als ein Druide und Mitglied der Beschützer Aidens liegt es mir am Herzen, diese Insel vor Ausbeute zu bewahren. Wenn ich dich also jetzt nach ein wenig wertvollen Jorvik-Stahl frage, möchte ich besonders betonen, dass ich ihn mit größter Sorgfalt und Verantwortung benutzen werde. Ich danke dieser Insel jeden Tag für die wunderbaren Geschenke, die sie an uns Insulaner gibt. Hufeisen, die aus Jorvik-Stahl gefertigt werden, können deinem Pferd Flügel verleihen. Früher wurde dieser Stahl in der Demaskusmine im Westen abgebaut. Nimm diese Hacke und bring mir 5 Brocken Stahl. Du wirst großzügig belohnt werden.
Ich habe doch gesagt, der braucht nur jemanden zum Arbeiten. Habe ich es nicht gesagt? Ja. Nein. Furchtbar, furchtbar. Ja, jetzt müssen wir in die Mine. Das können wir für ihn auch nochmal eben machen. Damit der gute Mann hier weiter seine Arbeit verrichten kann. Und das war wahrscheinlich da hinten, wo wir gerade hergekommen sind. Ne? Jawohl. Die Mine. Ab in die Mine. So. Aha. Jo. Müssen wir absteigen wahrscheinlich, ne? Mhm. Naja, das macht ja auch Sinn. Vom Pferd aus ist das natürlich hier so eine Sache. So. Dann wollen wir doch mal. Die Sachen sind aber auch überall verstreut hier, ne? Ja. Da hinten ist nichts mehr, ne? Ach, guck mal, da vorne vielleicht noch. Lauf, 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 lauf. Hier ja. Vorne, hier vorne sind auch lauf. Noch zwei. So. Herrje, die Armen. Die Armen. Eigentlich wollten die doch nur hier nur Reiterferien machen, oder wie hatte ich das verstanden? Ja. War doch so, ne? Prompt sind sie schon eingebunden und dürfen schuften, ist ja grausam. Ja, Pferde putzen. Ja, ja. Und Sachen suchen. Steine kloppen, genau, wie im so Knast. Aus. Ja, aber ehrlich, wie im Knast. Aber wie elegant wir da hochkommen, ne? Ja. Also, hopp. Ja, also zirkusreif ist das. Das sind die Stuntreiter, sind das hier. So, ja, dann wollen wir mal wieder zurück. Ja, wenn man im wirklichen Leben auch so elegant da hochhüpfen würde, also holla die Waldfee, ne? Ja, so ist das. Der gute Konrad. Hoffentlich hat er nicht noch mehr für uns hier, ne? Ja, grausam. Jo, Konrad. Ah, die Reinheit dieses Metalls ist traumhaft. Lass mich damit beginnen, Hufeisen für dein Pferd zu schmieden. Sie werden dich sicher und schnell tragen. Das wird ein wenig Zeit beanspruchen. Also vergiss nicht, später wiederzukehren und nachzuschauen, ob ich schon fertig bin. Jo, wie? Und jetzt ist er schon fertig, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Nee, der hat schon wieder eine Quest. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir den guten Mann doch einfach da mal stehen, wenn er braucht, wenn er noch Zeit braucht für seine Eisen. Und dann gehen wir mal gucken, was man hier sonst noch so machen kann, ne? Mhm. Und gehen erstmal wieder zurück zum Hof. Genau, das soll es heute echt nicht mangeln. Genau. So, und hier sind wir wieder. Na guck, jetzt hat die gute Maja, das Stallmädchen, die hat auch noch irgendwas. Ich würde sagen, der helfen wir jetzt einfach auch noch. Und zwar Zeit einkaufen zu gehen und die unglückliche Kuh. Na, wenn wir mal nicht Kühe melken müssen. Also wir werden erstmal mit dem Shopping gucken als erstes. Wie geht es dir, Celine? Warst du schon in den coolen Geschäften? Was? Noch nicht? Du musst unbedingt dorthin gehen und dir die tollen Sachen anschauen. Sieh dir das Ausrüstungsgeschäft, das Kleidungsgeschäft und den Starshop an. Dort findest du die beste Reitkleidung und Ausrüstung. Du musst allerdings einen ziemlich guten Ruf bei den Moorland-Stellen haben, um im Starshop einkaufen zu können. Ja, das ist doch nett. Dann machen wir das doch mal direkt als erstes, ne? Dann gehen wir doch mal dahin. Und das ist ja hier wahrscheinlich auf dem Hof. Auch da weinte jemand, das ist ja schlimm. Ganz traurig. Oh. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, wo ist das hier? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal überall gucken. Vielleicht muss man die anklicken. Oh, hier gibt es echt schöne Sachen. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal in Ruhe durchstöbern. Das scheint hier der Starshop zu sein. Da werde ich auf jeden Fall gucken, was ich da mir so zulegen werde. Und da hinten, da sehe ich schon, da glitzert es. Oh, ich habe das hier wahrscheinlich falsch gemacht. Hier ist ja das Futtergeschäft hier vorne. Da bin ich sowieso immer täglicher Gast. Der Gute hat nämlich Hunger. Ja, hier sind verschiedene Geschäfte. Und wie gesagt, wir sollen uns auch wahrscheinlich die verschiedenen Geschäfte anschauen. Fangen wir mal hier an. So, hier gibt es
Sachen zum Anziehen. So, und wenn man den Cursor drüber hält, dann sieht man auch, wie es aussieht. Schick. Kann man sich jetzt hier einkleiden. Teilweise kosten die wohl Starcoins. Ja, sind auch schöne Sachen. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Die Shopping-Tour. Nett. Das ist das Kleidungsgeschäft hier. Wunderbar. Steht hier auch immer dran. Na, da werden wir auf jeden Fall gleich mal schauen, was es hier so gibt. Und ja, ja, morgen im neuen Outfit, ne? So. Mal schauen, was es sich... Ja, genau. So wie es aussieht, haben wir jetzt auch alles gesehen. Dann gehen wir doch mal wieder zurück. So. Ja, und mit den Quests steigen die Pferde auf jeden Fall nicht auf. Also die muss man extra trainieren. Das sind hinten diese Trainingsbahnen, die wir ganz zu Anfang schon hatten. Da bei Loretta und ihren Freundinnen. Das sind wohl die Bobcat-Mädchen. Ist hier irgendwie die angesagte Clique im Stall. Bei denen kann man halt die Pferde trainieren und kann diese Rennen machen, einmal am Tag. Und dadurch steigen die Pferde dann auch auf, weil die leveln nicht automatisch mit. Es gibt wohl Quests, wo die automatisch mitleveln, aber bei den meisten Quests eben nicht. Die muss man separat trainieren. Und man kann, wie gesagt, einmal am Tag eine so eine Strecke reiten. Ja, dann gehen wir jetzt die Quest bei der Maya wieder ab. Das war super, oder? Arbeite weiter an deinem Ruf in Moorland und schon bald wirst du wirklich gute Kleidung und Ausrüstung kaufen können. Vergiss nicht, dass es auch noch eine ganze Menge andere Geschäfte in Silverglade, Fort Pinter und Jorvik City gibt. Aber es könnte eine Weile dauern, bis du zu diesen Orten kommst. Das glaube ich auch. Ja. So, dafür sind wir aber jetzt hier irgendwie trotzdem aufgestiegen, weil wir ja die Aufgabe erledigt haben. Wir sind jetzt Level 3, ich jedenfalls. Du auch? Ich auch, du auch, bin, ne? Fast Level 4. Genau. Ja, ich auch schon. Ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal die zweite Quest an. Da war irgendwas mit ihrer Kuh, ne? Und gucken wir mal. Ja. Celine, wir scheinen ein Problem mit Rosi, der Kuh, die dort hinten steht, zu haben. Sie hat sich in letzter Zeit komisch verhalten. Sie lässt ihren Kopf hängen, als wäre sie traurig oder so. Die Tierärztin war hier, aber konnte nichts feststellen. Ich bin mir aber sicher, dass etwas nicht richtig ist. Und ich kann es nicht aushalten, sie so zu sehen. Mir fällt gerade ein, dass Frau Holzworth ein Händchen für Rindvieh hat. Sie hatte eine eigene Farm, als sie jung war. Sie erzählt noch oft Geschichten über die Kühe, die sie hatte, als wären sie alle Freunde von ihr. Mit eigenen Persönlichkeiten. Vielleicht weiß sie, wie wir Rosi aufheitern können. Kannst du bitte mit ihr sprechen? Ja. Na klar, vielleicht hat die ja eine Idee. Also. Dann gehen wir nochmal zu. Und. Ja, würde ich auch sagen. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Wir wissen ja, wir mussten hier vorne raus. Ne? Und dann gehen wir einfach mal zu der guten Frau Holzworth. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich, wenn man in andere Ställe ziehen kann, dass man dann woanders hinzieht. Weg hier. Hier ist es so voll. So. Frau Holzworth. Du sagst, die Kuh ist traurig und du willst, dass ich sie aufheitere? Ich hatte mal genau das gleiche Problem mit einer meiner Kühe. Ihr Name war Wendy und sie hat die traurigsten Augen auf der Welt bekommen. Sie stand in der Ecke, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber ich habe sie geheilt. Kannst du dir vorstellen, was ich gemacht habe? Ich habe mich daran erinnert, dass sie einmal aus dem Gehege weggelaufen ist und ich sie in meinem Garten gefunden habe, wo sie Löwenzahn gefressen hat. Ich habe also Löwenzahn gepflückt und ein Gebräu daraus gekocht, das ich dann Wendy vorgesetzt habe. Es hat wahre Wunder bewirkt. Warum versuchen wir nicht das Gleiche mit deiner Kuh? Bring mir 5 Löwenzahn und ich koche sie ein. Jo, dann gehen wir den Löwenzahn noch suchen. Ne, und dann, wenn wir hier Kühe glücklich machen können, auch machen, dann machen wir auch noch das. Wie gesagt, hier scheint man jeden Tag irgendwas aufgebrummt zu bekommen. Ne? Also sagenhaft. Naja. Ich bin gespannt, wo uns das alles noch hinführt hier. So. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ist es auch, ja. Naja, es gibt ja nicht so viele Pferdespiele, ne? Nee, so Pferde-MMOs, nicht wirklich. Das ist mal was anderes. Ja. Ach, die Fantasy-MMOs, die sind auch schön, ne? Die man so spielen kann, auf jeden Fall. Aber
Ja, das ist ja eher so selten hier. Kann man ja ruhig auch mal spielen. So. Ich glaube, wir müssen das erst oben abgeben, ne? Ach, guck mal, sie kann ihr Pferd sogar führen. Schick. Das ist süß. Ja, das sieht schön aus. Und sie hat auch ein ganz anderes Pferd. Mit anderen Worten, wir werden hier wahrscheinlich eine ganze Pferdezucht irgendwie aufbauen, oder? Ich denke auch. Ja, das sehe ich auch schon so kommen. Gut, so. Frau Holzworth, wir haben den Löwenzahn. Die sehen gut aus. Ich habe das Gebräu gleich für dich fertig. Hier ist dein Gebräu. Tadada! Ich musste erst mal warten, bis die Musik zu Ende war. Gib es ihr sofort und vergiss nicht, mit ihr zu sprechen, während du es ihr gibst. Jeder genießt ab und zu ein wenig Aufmerksamkeit. Viel Erfolg. Also, wir werden jetzt hier noch ernsthaft zur Kuhflüsterin und abschließend noch die Kuh beglücken. Dann also, das könnte man jetzt auch missverstehen. Ja, mit unserem Löwenzahn natürlich. Ja, auf jeden stimmt. Fall. Der gute Löwenzahn. Meine ja. Güte. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ja. Ich die Kuh. Ja, das wäre ja böse, böse. Böse, böse, böse. Echt. Nein, nein, nein. Aber niedlich ist sie schon, ne? Sie hat putzig aus. Ja. Ja. So, die Kuh. Mams, na, du Mams, kleine Kuh. Wunder. So, den Löwenzahn was? Wieder hier. So, zack, dann nehmen wir den mal. So, die Kuh ist jetzt auch wieder glücklich. Herrlich. Oh, du bist sogar abgestiegen. Ja, das hätte ich auch mal machen können. Ja, ich wusste nicht, ob man absteigen muss oder nicht. Ja, ich wusste es auch nicht jetzt gerade. Ja, hätte ich auch mal machen können. Ist ja eigentlich auch netter, ne? Der Kuh nicht so von oben herab. Also beim nächsten Mal steige ich auch ab. Auf den Kopf so, kurz den Sirup über den Kopf, ne? Genau. So, jetzt gehen wir das bei Maya noch ab. Sie sieht tatsächlich glücklicher aus. War das der Trick? Löwenzahn? Wer hätte das gedacht? Tja, ne? Aber, ne? Wir sind da, um uns für nichts zu schade. Wir helfen, wo wir nur können. Und ich würde mal sagen, in diesem Sinne werden wir unseren Pferden auch für heute eine Pause gönnen, ne? Und machen dann einfach morgen weiter, weil so wie es aussieht, kommen hier doch einige Aufgaben auf uns zu, oder? Ja. Mal gucken, wo es uns dann hinführt. Und ich würde sagen, ja, wir verabschieden uns für heute und bis morgen. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.